Hi, ich habe die letzten Tage, also wir sind gestern zurückgekommen aus unserem kurzen Urlaub also in Lund am See. Da haben wir Freunde, die ein Gästehaus betreiben und es ist super entspannend dort. Ja. Der See ist zwar immer ein bisschen frisch, also ich glaube, als wir schwimmen waren, vorgestern waren so 17,5, 18 Grad, aber das ist erfrischend, richtig? Und ich habe es dann auf meinem Instagram-Account so kurz ein paar Sachen vorgestellt, so meine Öle-Hacks für die Reise und dachte mir, ich mache euch hier eine ganz kurze Zusammenfassung, weil früher, also vor Kind, die Zeit vor Kind, da war ich immer eine, die wirklich ganz viel Zeit damit verbracht hat, sich zu überlegen, mit was für einem kleinen Köfferchen kann ich schaffen zu reisen, wie wenig kann ich mitnehmen. Und habe wirklich immer geschaut, nach Möglichkeit nur mit Handgepäck und so zu verreisen. Ich bin einmal sogar für 3 oder waren sogar 4 Tage, ich glaube 3 Tage nach London auf ein Training geflogen und ich hatte nur einen Rucksack mit. Und sonst nichts, also wirklich nur so ein Rucksack. Ja, und da muss man schon logistisch natürlich ein bisschen sich was überlegen. Mit Kind schaut das ein bisschen anders aus. Also wir hatten einen Koffer nur mit Sachen für Charlotte und einen Koffer, den mein Mann und ich uns geteilt haben. Aber dennoch hat man da eben eh prinzipiell so wenig Platz. Das heißt, man schaut dann schon, dass man ja alles, was geht, irgendwie auf möglichst minimal runterfährt. So, was habe ich mitgenommen, was wenig Platz mitnimmt? Also für alle, die auch mit kleinem Gepäck gerne reisen wollen, wurscht ob mit Flugzeug, Bahn oder Auto oder sonst was. Ich habe eine komplette, das ist viel zu sehr, eine komplette kleine Hausapotheke mitgenommen. Da sind 10, die Top 10 Öle drinnen in 5 Milliliter Fläschchen. Also das reicht vollkommen ach Gott, das reicht eigentlich für lange Zeit. Denn man kommt ja mit so einem Fläschchen sehr, sehr lange raus. Also hier, damit habe ich schon so alles, was im Grunde abgedeckt, was so passieren kann. Ja? Und natürlich bin ich mit Diffuser, zwar einen anderen, aber das jetzt nur zu Anschauungszwecken, ist verkehrt. Diffuser mitgenommen, unbedingt, unbedingt niemals ohne Diffuser. Ich habe auch so kleine Reisediffuser, so USB-Diffuser. Muss aber nicht sein, wenn man eh, sag ich mal, mit Auto und sowas verreist, nehme ich einen ganz normalen Diffuser mit. Manchmal habe ich einfach diese kleinen USB-Diffuser für Hotelzimmer oder einen Laptop kann man den anstecken. Also da kann man auch noch ein bisschen Platz sparen. Dann, was ich auch noch mit hatte, war die doTERRA Rosenlotion, wo ja wirklich 100% der Einnahmen an die doTERRA Healing Hands Foundation gehen. Also man tut auch damit was Gutes. Sie riecht sensationell gut. Und ich meine, es ist eine Handlotion, steht oben. Tatsächlich kann man das aber auch als Bodylotion verwenden. Man kann sich, wenn man die Haare Luft trocknen lässt, zum Beispiel so einen ganzen kleinen Klecks in die feuchten Haare einkneten. Erstens mal riechen dann die Haare sehr gut. Und ich meine, jetzt langsam kommen meine Locken zurück. So das Stillen, die hormonelle Umstellung hat wirklich meine eher sehr springenden Locken so ein bisschen wellig gemacht. Aber wenn man eher so zu sprunghaften Locken neigt und das ein bisschen definieren möchte, so ein kleiner Klecks davon in die feuchten Haare und dann einfach Luft trocknen lassen, man hat eben dieses tolle Rosenaroma. Und man kann es einfach auch als eine gute Basis verwenden, nach einem Sonnenbrand zum Beispiel, wenn man so ein bisschen eine Rötung hat, Lavendel noch dazu, vielleicht ein bisschen Pfefferminz und dann auftragen. Also super, 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 super vielseitige Lotion. Also das hatte ich mit und dann verreisen wir eigentlich immer nur mit so einem Mini-Kosmetik-Täschchen, Badetäschchen. Also das ist auch ein doTERRA-Täschchen, natürlich. Passt jetzt nicht wahnsinnig viel rein. Also da muss man schon ein bisschen überlegen. Ich habe zum Beispiel nur so eine kleine Bürste. Wie man sieht, ich bin ja kein großer Fan von Haarebürsten. Aber da muss einfach alles reinpassen, was ich so mit habe. Das heißt, natürlich. Da habe ich drinnen ein doTERRA Deo. Guter Ersatz auch fürs doTERRA Deo ist übrigens die Immortelle oder wie es jetzt bei uns heißt, Salubell-Mischung. Man glaubt es nicht, aber tatsächlich, das einfach aufgetragen, da riecht man einfach wunderbar nach Rose, Myrrhe, Weihrauch und so. Also das ist ein toller Deo-Ersatz. Und dann hatte ich mit das Yarrow Pomme. Könnte man ein kleineres Fläschchen umfüllen, aber warum sollte man auch hier zur Hautpflege, wenn irgendwas ist oder so, das ist auch so mega vielseitig. Und normalerweise habe ich so einen Feuchtigkeitscreme-Tiegel, also ich habe die Moisturizing Cream normalerweise, aber die ist halt ein bisschen so ein Creme-Tiegel, den bringe ich dann nur sehr schwer unter. Deshalb habe ich mir die Anti-Aging-Augencreme einfach mitgenommen. Schaut ein bisschen versaut da vorne aus. Aber das hat normalerweise so einen Roller für unter die Augen, trägt man die auf. Also die ist sehr pflegend eben auch. Aber normalerweise verwende ich sie nicht fürs ganze Gesicht, weil es doch dann ein bisschen zu teuer wird mit der Zeit. Aber man kann sie fürs ganze Gesicht verwenden. Und dann pumpe ich dann einfach. Also ich mach's nur einmal, dass man es ein bisschen sieht. Wie gesagt, schon ein bisschen versaut schon aus. Rupp. Dann kommt dann hier heraus diese Creme. Und die, ach Gott, ich kann sie ja verwenden. Habe ich dann einfach so in die Handfläche, zwei, dreimal gepumpt, in die Handfläche,
ein, zwei Tröpfchen Yarrow Pom dazu. Dann habe ich das Ganze vermischt und mir dann einfach so aufgetragen. Ja? Also das ist wirklich die Feuchtigkeitscreme im ganz, ganz kleinen Format. Dann hatte ich mit, das gab es allerdings vor ein paar Jahren mal, so kleine Badeseifen-Sets in der Weihnachtsaktion. Das ist jetzt meine letzte, die ich verbraucht habe. Das ist Serenity-Seife, die ist normalerweise ein größeres Seifenstück. Aber das packe ich dann aus, lasse es dann auch abtrocknen, tue es dann auch wieder rein, wenn wir heimfahren. Also kleine Seife, die trocknet nämlich die Haut nicht aus, das ist ganz, ganz großartig. Das Soterra Shampoo, es ist nicht mehr so viel drinnen, habe ich dann einfach umgefüllt in ein Fläschchen. Also da kann man echt ordentlich Platz sparen. Und auch so ein absoluter Allrounder ist das Varage Waschgel. So hier ist es. Die Varage Linie besteht ja zu 100% aus natürlichen Produkten, also nur aus Pflanzenwirkstoffen und Mineralien. Und die ist super, super mild. Das heißt, wenn man doch hin und wieder mal eine Wimperntusche oder sowas verwendet, dann habe ich so einen komischen Schatten unter dem Auge. Ah, ich bin mal scheinbar mit irgendwas Dunklem. Ich habe da so drin ein Kajal. wurscht. Alles wieder gut. Verage. Einfach aufschäumen. Ja, und damit, ich wasche mir dann wirklich auch, sagen wir, so Wimpertusche und sowas von den Augen. Make-up runterwaschen. Brennt nicht in den Augen. Also das ersetzt echt so Reinigungstücher oder sonst was. Also das habe ich dann auch immer mit. Ja, und das passt da echt alles rein. Und damit bin ich eigentlich ausgestattet. Ich habe da auch noch ein bisschen Lidschatten, eine Wimperntusche und sowas eben drinnen. Also kleiner geht es eigentlich, was nicht das Gepäck. Allerdings natürlich hatte ich ein extra eigenes Öltäschchen auch noch zusätzlich. Also nicht nur die Top 10 Öle eben hier im kleinen Kit, sondern ich hatte auch noch hier so ein Öltäschchen. Darin habe ich diese kleinen Rose und sowas drinnen ist, Neroli, also auch mal super ausgestattet, sei es einmal zum Beduften oder einfach auch zur Wundversorgung. Aber wenn man darauf verzichten wollen würde, dann würde ich sagen, auf jeden Fall, was noch mitgehört, ist die Correct-X. Und die haben wir tatsächlich auch relativ gut genutzt. Charlotte hat sich ein bisschen das Knie aufgeschlagen, wie das halt im Sommer ist, und kurze Hosen und Pflastersteine und so weiter. Correct-X drauf, ständig. Selbst einige Gelsenstiche habe ich abbekommen, also ist nicht furchtbar schlimm, aber doch ein paar. Einfach danach Correct-X geschmiert. Nimmt auch super den Juckreiz, wenn es ganz, ganz schlimm ist. Einfach noch ein bisschen Pfefferminze auftupfen, ein bisschen Lavendel kann man auch, also wenn man die Correct-X nicht mit hat, Lavendel, Pfefferminze ist so meine klassische Mischung für Insektenstiche, beruhigt und nimmt durch dieses Kühlende auch den Juckreiz. Ja, und dann hatte ich noch so ein paar Kinderöle mit, On Guard in verdünnter Form, auch für uns, das Stronger für die Kinder, den Rescuer eben nach Beulen oder sonstigen Dingen oder auch für uns Erwachsene. Immer mit dabei die PB Assist Junior, die nehme dann auch ich, also die Probiotika. Also es braucht nicht wahnsinnig viel. Dann haben wir natürlich schon die Verdauungsmischung im 10er-Set oder auch den Tamer, das ist die Kinderverdauungsmischung auch. Man weiß ja nie, wenn man weg ist, ob einen da irgendwas erwischt. Also ihr seht, mit so wenig kleinen Gepäck kommt man eigentlich aus, ölemäßig. Also auch wenn man dann immer sieht bei mir, boah, die hat ja so 100.000 Öle, natürlich bin ich froh um jedes Öl, das ich habe, aber wenn es reduziert werden muss und minimalistischer gestaltet werden muss, geht sich das auch super easy aus, weil ja jedes Öl so viel kann. Ja? Und dadurch kann man reduzieren, wenn man will oder wenn man muss, aber es gibt so ein paar Basic-Dinge, wo ich sage, da will ich einfach nicht drauf verzichten. Ja? Also ohne dem möchte ich gar nicht. Und ich habe kein fraktioniertes Kokosöl mitgenommen, so zum Verdünnen, weil ich ja schon teilweise vorverdünnte Mischungen mit hatte, da ist es für mich nicht unbedingt notwendig. Und eben ich ja auch diese Lotion, diese Rosenlotion als Verdünnung dann verwenden kann, wenn ich das für die Muskulatur dann noch zum Verdünnen brauche oder eben Sonnenbrand, was das Klassische im Urlaub, wo man große Flächen einreiben möchte. Es ist meistens eher so eine sonnenstrapazierte Haut oder vielleicht eben mal auch Insektenstiche und sowas. Ja, also das waren, glaube ich, die wichtigsten Öler-Hacks. Vielleicht noch zum Diffuser dazu zu sagen, warum verwende ich den Diffuser mit? Einerseits, weil ich ein bisschen die Sorge habe, okay, was ist doch, wenn wer ein bisschen dann kränkelt und verstopfte Nase hat und man möchte dann einfach doch ein bisschen in die Luft was reintun. Andererseits, manchmal in Hotelzimmern oder so kann es vorkommen, die haben so einen ganz komischen eigenen Geruch, auch von Reinigungsmitteln und so, und ich bin da mega empfindlich auf sowas. Dann stelle ich einfach meinen Diffuser auf, mit sehr luftreinigenden Ölen auch, und auch um die Stimmung quasi zu heben. Und was jetzt natürlich mit Kind umso wichtiger ist, aber auch für einen als Erwachsenen, ich verwende einfach dieselbe Diffusermischung, die ich daheim im Schlafzimmer jede Nacht laufen habe, habe ich auch, wenn ich verreise. Dadurch, und ich meine, man schläft auch immer so, wie es um einen herum riecht, ja,
Dadurch ist mein Körper aber sofort, es riecht eh so wieder heim. Und auch für die Kinder ist es zum Runterkommen, glaube ich, sehr wichtig. Auch damit sie weniger dieses, oh, ich bin in der Fremde Gefühl haben, wenn es eben im Ferienapartment oder im Hotelzimmer genauso riecht wie daheim. Da tut man sich schon um einiges leichter. So, und eignet sich dann oft auch super als Nachtlicht, ja, also für kleinere Kinder. Da kann man verschiedene Farben einstellen, den ich mit hatte, den Petal. Da kann man nur so ein, aber das ist auch ein sehr sanftes, weißes, leicht gelbliches Licht. Also das ist auch wieder mal mehrere Funktionen. Von daher, vielen, vielen Dank. Eine schöne Woche euch allen. Heute hat ihr gestartet die Summer Academy. Ich habe schon ein bisschen reingehört, werde heute immer mal wieder zu gewissen Vorträgen reinhören. Auch morgen am Abend bin ich dann dran mit Öle für Tiere. Wer nicht weiß, worüber ich rede, schaut auf doterraeveryday.eu. Dann gibt es diesen Button Sommertour. Und dann für den deutschsprachigen Raum finden von heute Montag bis Freitag 10 bis 21, 22 Uhr unterschiedlich an den Tagen immer viele verschiedene Vorträge über den Tag verteilt statt. Und es ist kostenlos, man meldet sich einfach an, man bekommt den Link dafür zugeschickt, man loggt sich ein, man kann auch wieder aussteigen, mit demselben Link dann wieder einsteigen an dem Tag und ja, sich einfach super, super coole Themen anhören. Also es sind einige richtig, richtig gute Präsentationen dabei. Wie gesagt, ich möchte mir dann auch einige noch anschauen. Von daher, bis ganz bald.